Hallo und herzlich willkommen bei Cooking Sisters. Heute zeigen wir euch rustikale Pizzabrötchen. Dafür benötigt ihr 2 Becher saure Sahne, 2 Becher Creme fraiche, 300 Gramm gewürfelten Schinken, eine Packung Salami, 2 Packungen geriebenen Mozzarella, Tomatenwürzsalz, etwas Pfeffer, Salz und eine Packung Brötchen oder ein frisches Ciabatta-Brötchen. Ich würde sagen, viel Spaß beim Nachkochen und beim Essen. Der Schinken ist ja schon gewürfelt und nun werden wir die Salami auch klein schneiden. Schön in kleine Würfel. Schnibbeln, schnibbeln, schnibbeln. So, zunächst einmal die saure Sahne. Dann als nächstes kommt Creme fraiche dazu. Das Ganze würzen wir ordentlich mit Tomatenwürze. Dann schmecken wir die Masse einmal mit Pfeffer und dann auch noch mal anschließend mit etwas Salz ab. Das Ganze wird jetzt ordentlich vermischt. Dann kommt der gewürfelte Schinken dazu. So, und jetzt sind wir schon fast fertig mit dem Ganzen. Die Pizzabrötchen sehen ja jetzt schon super lecker aus und müssen jetzt nur noch in den Ofen. Heute gibt es leckere Pizzabrötchen, ein idealer Party-Snack. Über ein Abo oder ein Like freuen wir uns natürlich auch sehr. Eure Cooking Sisters.